Moin Leute und herzlich willkommen zu der Eisenbahnwoche 24. Und das erste Set, was ich euch vorstelle, ist natürlich von Lego City, der neue Güterzug mit der 60336 und kostet auch nur stolze 179,99. Bringt dafür aber auch 1153 Teile mit und das sind ungefähr 15 Cent pro Stein. Genau, ist schon ein bisschen älter, das Set ist im 0622 schon rausgekommen. Und das Problem ist, dass der Zug leider so ein bisschen untergeht, weil es ist ein Exklusivset. Mittlerweile gibt es das Ding auch bei Smith Toys. Aber leider ein Güterzug, der exklusiv ist. Keine Ahnung warum. Aber wir gucken uns das ja trotzdem einmal an. Und wir haben einen sehr großen Karton. Genau, einmal von vorne und dann haben wir einmal von hinten nochmal ein paar Details. Genau, was ganz schön ist. Wir haben hier 16 gerade Stücke drin, 16 Kurven und eine Weiche. Das ist ganz nett, das zeige ich euch gleich. Ich habe das hier alles einmal aufgebaut. Das ist alles, was ihr bekommt. Alles, was hier auf dem Tisch steht, das bekommt ihr auch. Und schickt einen kleinen Schienenkreis. Ich finde, der ist relativ groß. Also das finde ich schon ganz gut für einen Güterzug. Da muss man auch ordentlich Strecke haben. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine Fernbedienung dabei. Akkubox habe ich, Batteriebox habe ich schon eingebaut. Hier ist der Eisenbahnmotor drin, der ist auch verbaut schon, das kann dann direkt wieder weg. Und wir haben natürlich noch einen ganzen Sack Ersatzteile. Hier habe ich noch diese Schienendinger drin, die Schienen sind ja immer auf so Pins fest. Die habe ich natürlich alle gelöst. So, tschüss. Und wir haben einen kleinen Pappkarton dabei, wo die ganzen Anleitungen drin sind. Und das sind eine Menge, das sind wirklich eine Menge Anleitungen. Also das hier ist der ganze Stapel, den ihr bekommt. So sehen die dann aus, so kleine Dinger hier. Die Lok hat gleich drei Bauabschnitte. Dann haben wir eine Anleitung für den Schienenkreis mit zwei Abschnitten. Dann kommt der hier. Und als größte Anleitung haben wir den Autowagen. Genau. So, jetzt muss ich einmal gucken, wo ich die Sticker, weil wir haben auch Sticker, die habe ich hier reingetan. Genau, das sind die Sticker. Wir haben ein paar Sticker, der macht sich jetzt schon selbstständig. Ein paar Sticker, Nummernschilder auf den Autos. Wir haben hier oben auf dem Kran ist einmal die so eine Nummer drauf und wir haben große Sticker hier auf der Lok, wo das Eisenbahnlogo drauf ist. Genau. Entschuldigung schon mal wegen dem Lärm, falls ihr irgendwie draußen was hört, da werden gerade Bäume abgenommen. Ist natürlich ein super Tag dafür. Aber wir sind ja auch im Güterbereich unterwegs, von daher können wir... Wir haben leider keinen Baumtransporter dabei, sonst wäre es ja ganz cool gewesen, passend zum Thema. Aber ich hoffe, es stört nicht so sehr. Ansonsten muss ich nochmal gucken, vielleicht kriege ich damit da raus oder drücke nachher was hin. Schauen wir mal. Also, Goodie, gucken wir uns das Set einmal an. Ich würde sagen, wir machen einmal eine kleine Rundfahrt. Ich mache den einmal an. Und dann gib ihn. Falsche Richtung. Dreh mal ein bisschen auf hier. Also ihr seht, der fährt schon echt gut. Richtig, richtig schick. Ich habe jetzt, glaube ich, auf Stufe 5 oder so gehabt. Also der ist echt schnell unterwegs. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht so angeguckt. Wir können ja einmal hier gucken, ob hier unter auch theoretisch... Nein, hier kann nur ein Motor... Ne, vielleicht kriegen wir sogar zwei Motoren hier rein. Doch, hier ist noch ein kleines Loch. Man könnte theoretisch sich noch einen zweiten Zugmotor holen. Und dann kann man da einen zweiten Motor drunter bauen. Das ist vielleicht ganz nett. Ich habe es bei Lego mit dem neuen Powered-Up-System noch nie probiert, da zwei Motoren drunter zu bauen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den schaltet man, die sind ja nicht zusammen, also schaltet man den Motor dazu. Das werde ich nochmal irgendwann mal ausprobieren. Gerade so, wenn so eine Lok, das bietet sich dann ja an, dann nochmal einen zweiten Motor drunter zu bauen. Aber gut. So, jetzt gucken wir uns das einmal an. Warum ist dieses Set so teuer? Das ist natürlich der wichtigste Punkt. Warum kostet das Ding 179,99? Das hat damit zu tun, dass hier natürlich alleine diese Fernbedienung, die liegt schon bei 23 Euro. Lego lässt sich die Technikteile extrem teuer bezahlen. Batteriebox 50 Euro, Zugmotor 13 Euro. Und dann sind wir so ungefähr bei 87 Euro nachher. Und wenn wir die Sachen rausnehmen würden und uns wirklich die Technik nehmen wir raus und wir betrachten nur das Set, dann sind wir bei 93 Euro. Und dann sind wir bei 8 Cent pro Stein. Das sieht dann schon ganz anders aus. Das, was hier so teuer ist an dem Set, ist, wie gesagt, das ist bei jedem Zug immer wieder das Gleiche. Das ist die Technik. Und das ist wirklich erschütternd, was Lego für die Technik an Preisen hat.
unglaublich, wirklich unglaublich. Für eine schäbige Batteriebox, wäre es eine Akkubox für 50 Euro, würde ich das eventuell noch einsehen. Aber ihr haut hier auch noch 6 AAA-Batterien rein. Hier kommen 3 AAA-Batterien rein. Das ist echt heftig. Die sind natürlich auch nicht enthalten, ne? Ihr kennt es ja. Und dann bezahlt ihr für die Technik 87 Euro. Und das finde ich schon stramm. Das ist wirklich stramm. Hier ist keine Beleuchtung drin, gar nichts. Das ist einfach nur ein Zugmotor mit einer Batteriebox und einer Fernbedienung. Dafür seid ihr bei 87 Euro. Das ist wirklich, oioioi. Da muss man schon ein bisschen blättern. Also das ist schon echt heftig. Aber gut, das macht das Set natürlich jetzt nicht unbedingt schlechter. Der Zug macht wieder Spaß. Ne? Also wie gesagt, nimmt die Technik raus, dann betrachtet den Zug einfach so. Ihr müsst immer draufschlagen. Es ist immer das gleiche bei Lego und es ist wirklich unangenehm, was die für Technik haben wollen. Aber gucken wir uns das Set jetzt einmal im Detail an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Kleinkram hier an. Wir haben nämlich ein paar Minifiguren. Die sammle ich hier einmal raus. Der hier ist wirklich geil. Der macht auch Spaß. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die hier rausbekomme. So. Komm, hast du hier. So. Stellen wir den einmal zur Seite. Wir haben, die Familie brauchen wir auch nicht, diese Minifigur. 2 in den Autos. Irgendwo ist hier auch eine in der Lok versteckt. Glaube ich, hoffe ich. Ich gucke einmal, da ist sie. Die Lokführerin. Und ich glaube, dann müsste ich alle haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das müsste hinkommen. So, wir haben nämlich in den Autos sind ja auch noch welche drin. So. Alles klar. So, ich glaube, das steht hier oben sogar drauf, ne? Wie viele sind die nicht irgendwo abgebildet? Nö, sind sie nicht. Aber ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Minifiguren haben wir drin. Genau, ich habe alle erwischt. Fangen wir einfach mal mit der wichtigsten Figur an, die Lokführerin. Richtig, richtig cool. Die kennt man ja auch schon aus das neue Design von den Lego-Lokführern. Und die haben ja jetzt diese gelben Westen an mit diesen türkisen Armen. Kein Wendegesicht dabei. Und eine ganz normale klassische Standardhose mit so einem Funkgerät hier dran. Eigentlich relativ cool. Dazu haben wir dann eine Bahnarbeiterin, die, oder diese Kranfahrerin, die ist, hat auch diese gelbe Weste an, hat aber graue Ärmel und eine orangene Hose an und hat wieder diese Mütze mit dem coolen Zopf und auch kein Wendegesicht dabei. Genau. So, dann haben wir noch einen Bahnarbeiter mit einem gelben Helm und einer orangenen Weste, auch von hinten cool beprintet, mit einem dicken Schraubenschlüssel. Er hat natürlich kein Wendegesicht, weil hat ja keine Frisur, hat ja nur einen Helm auf und ein bisschen Dreck im Gesicht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz putzig. Das ist echt cool gemacht. So, dann haben wir einen Bauer. Das finde ich ganz cool, dass diese, das ist ja auch in dem Bahnhof, das zeige ich euch ja die Tage auch noch, und in dem Gemüseladen und alles, was da so bei ist, das zieht sich so durch, dieses Thema. Das finde ich ganz cool. Da so ein kleiner Bauer. Dann haben wir eine Autofahrerin, die sitzt in dem sportlichen Mobil hier. Die sitzt da drin. Die hat ein Wendegesicht mit einer coolen Sonnenbrille. Wenn man so einen Schlitten fährt, dann braucht man auch eine coole Sonnenbrille. Und genau, die sitzt da drin. Cooler bedruckter Pulli. So, bleibst du stehen. Und dann haben wir noch einen zweiten Autofahrer, der hat ein orangenes Smartphone. Relativ cool. Orangenen Bart, orangene Haare. Ne? Finde ich ja immer sehr sympathisch, diese Leute. Und dann, der hat so einen schnicken, was ist denn, Polunder. Also könnte auch schon ein Anzug sein, sieht auf jeden Fall sehr edel aus, ne? Und der sitzt dann in dem kleinen Anamobil drin. Genau, das sind die Minifiguren. Wir haben jetzt noch natürlich ein bisschen Zubehör, wir schieben die jetzt noch hier zur Seite. Wir haben 2 Autos dabei, den finde ich echt schnieke, der sieht echt sportlich aus. Sehr, sehr cool. Keine Sticker hier drauf. Da haben sie auf Nummernschilder verzichtet hier, auf den. Und der hat hier hinten so einen coolen Heckflügel, den kann man da natürlich auch, ne, das ist natürlich so ein Dachspoiler, ne? Das sieht natürlich ganz cool aus. Von unten natürlich hier komplett blau. Hier ist ein bisschen gelb verbaut, innen drin, aber das schimmert ein bisschen durch hier an den Stellen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier innen drin ist auch so ein Sitzkissen in gelb. Finde ich jetzt nicht ganz so wild. Habe ich schon viel schlimmer gesehen. Dann haben wir den hier, den finde ich irgendwie ein bisschen seltsam geformt. Der hat auch hier hinten so eine, guck
komische Platte dran. Das ist auch irgendwie ganz seltsam. Und hier, so sieht er von unten aus. Ja. Der kommt auch auf den Autowagen rauf. Da gehört der irgendwie hin. Ja. So, dann haben wir noch hier dieses kleine Stück. Das bebaut ihr einfach. Das ist so ein Bumper, der hier ist. Und das kann ich euch jetzt mal zeigen, bevor ich es nachher wieder vergesse. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal zwei, drei Gleisstücke. Koppeln wir mal ab. So, und dann holen wir uns mal den Autowagen nach vorne. Das ist nämlich eine ganz coole Spielfunktion. Das machen wir jetzt, bevor wir es vergessen. Man kann nämlich... fahre den hier einmal rauf und dann nehme ich den mal ab. Dann haben wir das hier in der Mitte. So, ihr habt ja hier diese Rampe. Und wenn ihr jetzt die Autos beladen wollt, ist ja die Frage, wie komme ich da rauf? Das hat Lego ganz cool gelöst. Man fährt mit dem Wagen hier hinten ran. Und dann hat man hier diese kleine, hier ist so eine 2x6 Fliese. Die klappt man um, dann rastet die hier ein. Dann kann der Wagen nicht mehr weg. Das ist ganz cool gemacht, weil hier ist nämlich an der Stelle ist eine Rail eingebaut. Eine 1x2 Rail. Und dann klickt man die ran und dann bleibt der Wagen da stehen. Und da kann man mit dem Auto, also man kann den Wagen hier kippen, man kann hier die Seitenteile aufmachen. So. Und dann kann man den kippen. Und dann kann man mit dem Auto hier wunderbar reinfahren. So, dann bleibt der da stehen. Wenn man jetzt das obere Deck haben will, dann kippt man den in die andere Richtung. Und dann kann man hier rauffahren. So, und dann ist der eingerastet. Dann fährt man den wieder auf die Ursprungsposition zurück, klappt den wieder hoch und weg damit. Und dann sind die Autos aufgeladen. Finde ich ganz cool. Das macht auf jeden Fall Spaß, eine tolle Spielfunktion, macht auf jeden Fall Laune und sieht auch irgendwie ganz cool aus. Also ist echt schick gelöst, da haben sie sich wirklich mal Gedanken gemacht. Genau, dann nicht vergessen, die Seiten wieder zuzuklappen, weil das verhindert nämlich, wenn man die Seiten nicht zuklappt, dann kann der nicht weiter weg. Der wabbelt zwar noch ein bisschen, der ist halt nicht fest, das ist halt an diesen Technikachsen hier, ne, das ist ganz klar, aber dann wabbelt der nicht mehr ganz so doll. Das ist dann auch okay. So, gut, dann fahren wir den mal wieder zurück. Falsche Richtung. So, genau. So, dann haben wir noch, den nehmen wir jetzt mal wieder weg. Eine Schiene passt hier leider nicht auf den Tisch, die ist ein bisschen, passt leider. So, dann haben wir noch den guten, den finde ich richtig, richtig cool. Der hat auch eine geile Funktion, hier kannst du an der Seite anfassen, da sind so Griffe dran und dann kann er den hochkippen. Richtig gut, jetzt nehmen wir mal so einen Waggon. Wenn hier so ein Waggon ankommt, muss ich ja mal die Seiten klippern. Also Sicherheitsriegel dran. So. Dann steht hier so der Waggon. Und dann kann man mit dem hier nämlich einfach runter und dann macht das Klick. Und dann kann man den Container einfach hochnehmen. Das ist eine sehr coole Spielfunktion. Da kann man natürlich auch noch, wenn man möchte, ausfahren. Das geht natürlich auch. Der kann dann natürlich auch noch draußen. Also da ist ordentlich Länge. Ne? Der ist wirklich cool. Der macht Spaß. Der hat hier hinten natürlich einen Sticker drauf, das Nummernschild. Und hier oben sind dann zwei Sticker auf jeder Seite. Genau, so sieht's aus. Aber ein wirklich cooler Kranwagen. Das ist wirklich genial. Also wenn man das so mal mit den Sets davor vergleicht, da waren ja nur so kleine, poblige Gabelstapler drin. Da ist der schon echt cool. Der macht schon echt Spaß. Ja, sieht auch böse aus, dicke Schlappen drauf. Gefällt mir sehr gut. Ja, der ist richtig genial. So, ja, wenn ich den schon in der Hand habe, dann können wir uns den ja gleich mal angucken. Das ist ein Cargo-Container. Der hat hier an der Seite so Sicherheitsriegel. Die sind auch relativ stabil. Und dann kann man die Cargos runternehmen. Und so sieht er aus. Das ist so ein klassischer Cargo-Wagen. Ne? Ganz easy. Das Gelb stört mich jetzt so nicht. Das passt halt irgendwie zur Optik dazu. Hier sind dann große Fliesen verbaut. Und ja. Simpel, ganz, ganz simpel, einfach, easy peasy. So, und da kann man dann diese beiden Cargos raufstellen. Ich habe es noch nicht probiert, ob es mit dem kompatibel ist mit den alten Cargos, die davor waren. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und dann gibt es dafür nochmal einen Short oder sowas. So, da haben wir dann wieder kleine Paletten bei. Hier ist so kleine Kirschbäume. Die sind wahrscheinlich dann von dem Bauern. Der hat dann hier kleine Kirschbäume. Das ist ganz putzig. Und dann haben wir hier noch eine Rödelkiste mit zwei... Hier sind zwei Kisten drauf. Hier sind so, ich denke mal, es könnten Marmeladen sein. Ich versuche die mal hier rauszukriegen. Kommst du her? Ah, wenn es mal
ausgehen soll. Ne? So. Hier ist zum Beispiel so ein Tellerglas oder ähnliches. Würde ich jetzt mal vermuten, das ist eigentlich ganz niedlich gemacht. Dann haben wir hier noch Möhrchen drin in der anderen Kiste. Ich nehme das mal so, dann fällt es nicht raus. Hier sind noch ein paar Möhrchen drin. Genau, das ist eigentlich ganz witzig gemacht. So. Also das ist, glaube ich, so Cargo-Container für die Supermärkte und für den Bauern und sowas. Das finde ich eigentlich ganz, ganz putzig, das Thema. So, kommt die da wieder rauf. Die rasten auch ohne Probleme hier ein. Also das ist echt cool und dann macht man die Klemme wieder ran und fertig ist der Waggon. So, dann haben wir als nächstes den Eumel hier. Farblich, ja, müssen wir drüber sprechen. Von unten sieht er gut aus. Ich finde, das Gelb beißt sich so mit dem Türkis. Das beißt sich für mich richtig. Hier haben wir Sticker drauf, auf beiden Seiten. 70 Tonnen. Die haben wir da drauf. Und was ich ganz schlimm finde, ich weiß nicht, ob man das gut in der Kamera sehen kann. Hier sind so richtig dicke, ist ein richtig dicker Spalt. Auf allen Seiten ist ein dicker Spalt. Das schließt nicht zusammen ab. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und dann kann man den komplett aufklappen in alle Seiten und dann sieht es so aus. Das hätte man echt besser lösen können. Also das ist wirklich die minimalste Lösung, um diesen Waggon geschlossen zu halten. Das finde ich wirklich... Also es funktioniert zum Spielen, das ist super. Ne? Aber hier der Spalt, der nervt mich schon ordentlich. Das ist schon echt doll. Ja. Gut, zu dem Waggon gibt es dann... eine Ladestation für die beiden Autos. Die kann man dann hier so umklappen. Das sind so Segel, die dann sind hier. Die sind das sind Prinz. Finde ich sehr cool, dass das Prinz sind. Das macht auf jeden Fall Spaß. Auch die, ich nehme den Schlauch hier mal weg. Hier sind so ne, diese Rundpins. Die sind auch geprintet, wo dieses E-Symbol draufsteht. Finde ich eigentlich ganz nett, so eine doppelte Ladesäule mit Solarpanels oben drauf. Ist eigentlich ganz niedlich, kann man dann umklappen und dann kann man die hier direkt wieder verladen. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, steht hier auch sicher drin, wabbelt nicht. Also das finde ich okay. Genau. So, dann haben wir unseren Autowagen. Den habe ich ja eben schon gezeigt. Farblich ist er okay. Dunkelblau und gelb, das passt mit Dark Blue Gray, das finde ich eigentlich ganz schick. Hier ist auch noch ein Spot für ein anderes Auto frei, da kann man dann, ne, also es ist halt City-Breite, da könnte man theoretisch dann jedes City-Auto raufstellen. Finde ich eigentlich ganz cool, kann man variieren, das finde ich ganz nett, dass die halt auch an die City-Breite gedacht haben. Und dann, ne, Doppelachser, so, und dann passt das. Weil das hier sind ja einfache, das sind ja so kleine. Und von unten ist halt, ne, so sieht er von unten aus. Ja, genau. Und das dazu. So, und nun kommen wir zum Herzstück. Ich fahre sie mal vor. Falscher Knopf. Ja, wenn man schon eine Lok hat, dann muss man sie auch fahren, oder? So, das ist die gute Lok. Ja, wie gesagt, also hier sind Sticker drauf. Und wir haben hier noch Stromabnehmer, die können wir noch aufklappen. Das ist eigentlich ganz niedlich. Ja. Und was mich an der Lok am meisten stört, ist die Wartung. Die gescheit rauszukriegen. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist. Ich zeige euch das mal von oben. So, seht ihr diese roten Dinger hier? Das Ding ist auf der gesamten Länge festgepinnt. Das rauszukriegen, früher war es ja einfach, man nimmt irgendwie einen Block hoch oder sowas, aber jedes Mal muss man hier irgendwie mit diesen... Ihr seht es, es geht nicht gescheit raus. Es ist absolut die Pest, dann rupft man die Dinger ab. Das funktioniert einfach nicht, die Batteriebox einfach gescheit rauszukriegen, weil die da so fest drin sitzt. So, jetzt habe ich das in der Hand und jetzt fliegt das auseinander. Also das ist wirklich eine absolute Scheißtechnik, weil das hier ist der Block. So, ich baue mal kurz die Lok wieder zusammen, die ich hier auseinandergepflügt habe. Zeige ich euch das einmal. So soll es sein. So sieht die Batteriebox ja aus. Die kennt ihr ja. Das ist ja eine Standard-Lego-Batteriebox. Und die ist hier komplett mit Plates beballert. Hier und hier. So. Und obwohl ihr nur 4 Punkte habt, diese roten Dinger, wo der drauf sitzt, das ist bombenfest. Top für Lego, dass diese Klemmkraft da ist.
Aber das ist wirklich anstrengend, das rauszukriegen. Also da habe ich schon viel bessere Lösungen gesehen, dass man irgendwie oben die Fliesen abnimmt und dann zieht man sie hoch oder so. Aber das ist wirklich anstrengend. Ich habe die ja jetzt schon ein paar Mal gewechselt, um ein bisschen Test zu fahren und sowas. Und also das ist wirklich, wirklich albtraumhaft gelöst. Ja, und dann siehst du auch die ganze Zeit den grünen Knopf hier. Das hätte man mit einer Abdeckung machen können. Also bei der Lok ist auf jeden Fall, ja. So, dann habt ihr hier Platz für eine Batteriebox und dann könnt ihr da zwei Motoren hochleiten oder Lampen einbauen, was auch immer ihr machen wollt. Das bleibt auf jeden Fall Kreativität freien Lauf gelassen. Von innen drin übelst bunt. Guck mal, ob ich die Anleitung dazu noch schnell mal finde. Da. Wir haben Rot, wir haben Grün, wir haben Gelb, wir haben alles. Das ist alles verbaut. Also das ist wirklich... Also gerade so, könnt ihr nachher mal so ein bisschen sehen. Also wir haben wieder wirklich bunte Farben verbaut. Man sieht es am Ende natürlich nicht mehr, aber wenn man natürlich nachher reinguckt, hier sieht man noch die grünen Dinger, da wo die Batteriebox drin liegt. Also das ist halt, ne, ich meine, wir reden hier über ein Spielset, das ist ganz klar, aber es ist halt doch ab und zu noch mal immer so ein bisschen bunt. So, jetzt drücke ich das da wieder rein. So, jetzt ist er fest, bombenfest. Und so sieht die Lok aus. Genau, von vorne finde ich sie eigentlich ganz schick. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gerade hier mit dem kleinen Käsestück hier als Lampe. Das ist echt cool. Ich glaube, man kann hier auch, wenn man möchte, irgendwie versuchen, da die Lampen reinzufummeln. Das, weil hier sind ja auch, ich weiß, hat's, nee, ich glaube, wird schwierig. Ich kann mal gucken. Dass ich bin jetzt einfach mal so frei. Doch, guck mal, hier, da geht's. Da könnt ihr das sehen. Hier ist eine, hier könnte man eine Elektrik langlegen, weil die haben ja genau, diese Bricks, der Brick Modifieds, wo man hier hinten dann einfach die Lampe durchstecken könnte. Also kann man, wenn man möchte, hier auch Beleuchtung einbauen. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, dann liegen die Kabel natürlich halt so ein bisschen da im Cockpit rum. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt, das werde ich auch nochmal machen. Machen wir Cockpit mal auf. Hier auch ein Print drauf auf der Bedieneinheit. Das ist eigentlich ganz nett. Und dann passt das. Ja. So sieht es aus. Genau, das ist die Lok. So. Genau. Der nochmal runter. Und wo ist die Fernbedienung? Da. So sieht der Zug aus. Fährt super sauber. Ne? Es ist halt Lego, da fährt alles ganz sauber. So. Vom Design her kann man natürlich halten, was man will. Es ist ein Spielset, ne? Es ist jetzt kein Displaymodell. Von daher, wir reden hier über ein 7 Plus Set. Das ist natürlich ganz klar. Lego-Züge machen immer Spaß. Ihr wisst es ja, ich sammle die Dinger ja auch. Und habe natürlich jetzt auch schon so ein paar bei mir im Fuhrpark stehen. Und die macht auf jeden Fall Laune. Ich finde, der Zug kommt nicht an den Vorgänger ran, an den grünen Güterzug. Der kostet natürlich auch noch 10 Euro mehr. Gibt es auch aktuell immer noch im Sortiment, weil der noch im Katalog drin steht. Und der hier ist halt ein Exklusivset. Das heißt, Lego hat gerade aktuell zwei Güterzüge am Markt. Und wenn ihr natürlich mal gucken wollt, wie der grüne aussieht, dazu habe ich auch ein Review gemacht. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Findet ihr natürlich in den Playlisten, in den Wochenblättern. Da ist der mit bei. Ich glaube, ich habe den vor 2 Jahren in der Eisenbahnwoche mal vorgestellt. Das kann gut sein. Könnt ihr mal reingucken. Den gibt es nämlich auch immer noch als Konkurrenzprodukt zu dem hier. Sehr spannend. Und da, den fand ich ein bisschen geiler, aber für mich das Highlight immer noch der hier. Der ist wirklich geil. Der schockt. Also der macht doch einfach richtig Wumms. Also das ist eine ganz geile Bautechnik. Macht Spaß zu bauen und wie gesagt, hier mit den Technik-Pins klippt der automatisch die Container rein. Das ist wirklich, wirklich cool. Und das hier finde ich auch ganz geil gelöst mit dem Autowagen. Das hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr, einen vernünftigen Autowagen bei Lego. Von daher relativ cool. Cargo ist natürlich immer dabei bei den Güterzügen, klar. Und ich habe es jetzt leider nicht geguckt, ob es kompatibel ist zu dem Cargo-Containern der alten, aber ich vermute es mal, weil es halt immer die gleichen, es sind halt immer diese großen Steinchen hier, die großen hier, Containerwände, die sind ja eigentlich immer da dran, also von daher gehe ich mal davon aus, dass es kompatibel ist, also ja, genau, das ist der Lego Güterzug für stolze 179,99, ich finde es heftig, was Lego an Technikpreise hat. Also die Batteriebox, ist ja keine Akkubox, ist eine Batteriebox plus Motor plus Fernbedienung.
das ist wirklich heftig. Also da, das schreckt einen auch ein bisschen ab, diese 87 Euro Technik, die da verbaut sind. Aber ansonsten ist der Zug wirklich top. Es ist ein geiles Spielset, es macht Laune, man kriegt wirklich viele gerade Schienen. Das ist ja immer so ein großer Kritikpunkt bei Lego, dass man keine geraden Schienen bekommt. Hier hat man 16 Stück an der Zahl. Das ist natürlich ganz cool. Man kriegt hier so einen riesengroßen Kran. 6 schnieke Minifiguren, die dabei sind. Das macht auf jeden Fall auch Freude. Die Minifiguren sind natürlich immer wieder so ein Highlight in den Lego-Sets. Und von daher, wenn man ein paar Bahnarbeiter braucht und ein paar Autos für die Stadt, ist das Set wirklich genial. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Aber ist halt schade, weil es ein Exklusivset ist. Ich glaube, bei Smith Toys kriegt ihr es für 20 Euro günstiger, wenn ihr Glück habt. Vielleicht für 159, 160 Euro, irgendwie sowas um den Dreh, kriegt ihr das ab und an bei Smith Toys. Schaut da auf jeden Fall bei Smith Toys nach. Kauft es nicht bei Lego direkt. Ist ja denn, ihr steht auf die VIP-Punkte und gibt ein geiles Giveaway dazu. Dann könnt ihr euch das überlegen. Aber so einfach mal just for fun bei Lego, das für UVP zu kaufen, würde ich euch nicht empfehlen. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht, gerade weil Lego halt echt viel Geld für Technik haben will. Ja, also in diesem Sinne, das war das erste Wochenblatt aus der Eisenbahnwoche. Und wir haben noch ganz, ganz viele Sets. Ihr seht es, was hier alles steht. Ich habe gebaut wie ein Irrer, das fertig zu kriegen zu dem heutigen Tag. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wir haben hier tolle Bluebricks-Loks noch am Start. Wir haben hier noch einen Lego-Bahnhof stehen. Das wird richtig großartig. Also schaltet gerne zur nächsten Ausgabe wieder ein. Und dann wünsche ich euch noch jetzt einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns zum nächsten Wochenblatt wieder. Macht es gut, bis dann.